Hi meine lieben Freunde und willkommen wieder zurück zum Mario Maker. Heute beginnen wir mit dem Level 3 Challenges, was tatsächlich noch niemand geschafft hat. 0 von 85, kein Weltrekord, niemand. Ich bin gespannt, was dieses wunderbare Challenge-Level für uns bereithält. Auf jeden Fall hat die gute Eileen hier, DZS Eileen, auf YouTube Eileen the Unihawk, das ist der Einhorn-Igel-Crossover, das Einhorn-Igel-Crossover, was auch immer, keine Ahnung, sieht sehr feminin aus, das Profilbild. Du wirst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Sie oder er hat auf jeden Fall geschrieben, ich habe extra ein Level für dich gebaut. Und es scheint extra schwer zu sein. Naja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, das war die Nachricht. Ich stecke wie immer schnell meine Ressourcen weg und dann können wir auch schon in dieses Challenge-Level gehen. So, Mario startet mich ja auch schon an. Ja, Mario hetzt mich nicht. Ah, hier werde ich schon gehetzt direkt wieder vom italienischen Klempner, der gar kein Klempner mehr ist. Mensch, und es wirkt schon schwierig, ja. Gut, eine Challenge soll ja auch irgendwo schwierig sein. Mal gucken, ob das hier nur von irgendwelchen Mario Maker Kacknoobs gespielt wurde. Ihr wisst ja, ich bin euer Experte, ich bin euer geborener Speedrunner, der aber anscheinend nicht werbefreundlich ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Kurze Story, wer es nicht auf Twitter gesehen hat. Das der geborene Speedrunner kehrt zurück Video ist das einzige Video bisher, was, nicht das einzige, aber eins der wenigen Videos, was jetzt von Mario Maker als nicht werbefreundlich eingestuft worden ist. Und ich glaube, YouTube hat irgendwas gegen meine Speedrunner-Karriere. Die wollen mir das nur vermiesen. Die wissen genau, dass ich der beste Kommentator der Welt bin. Aber sie wollen es nicht zugeben. Oh, und das ist aber gemein von Kamek. Und Kamek hat bestimmt den Schlüssel, ne? Mal gucken. Oder wird vom eigenen Panzer gekillt. Aber da war nicht der Schlüssel drin. Hat die Piranha-Pflanze den Schlüssel? Aber wie kommen wir da mit dem Panzer hoch? Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja, ist auf jeden Fall nicht werbefreundlich, das habe ich gesagt. Und dann wollte ich noch... geheimer P-Switch. Genau, dann wollte ich noch sagen, ja, wenn hier die Leute vielleicht das Level alle nur einmal probiert haben oder keine Ahnung. Ich weiß ja noch gar nicht, wo das Level hier hingeht. Schauen wir einfach mal. Wir lassen uns mal überraschen. Ich bin erstmal gar nicht so pessimistisch. Ich schaue jetzt erstmal nach, was die ganzen Cooper hier sollen und... da oben ist der Schlüssel. Ja, perfekt. Ja, bis jetzt geht das Level ja noch. Vielleicht hat man am Ende keine Checkpoints mehr und die Leute wollten es nicht nochmal probieren. Vielleicht war es auch so... Weiß ich nicht. Vielleicht haben es, wie gesagt, auch nur irgendwelche Neueinsteiger von Mario Maker gespielt. Ich bin ja auch nicht der Beste. Ach, keine Ahnung. Was weiß ich. Auf jeden Fall geben wir dem Level eine ehrliche Chance. Vor allen Dingen, wenn es für mich gebaut ist. Ich meine, eigentlich will ich ja nicht biased sein. Ich will jetzt hier nicht irgendwen bevorzugen, der ein Level extra für mich gebaut hat. Ah, okay. Ja, das ist ein bisschen überraschend. Aber ja, ich will schon jemanden bevorzugen, der ein Level für mich gebaut hat. Ja, doch, will ich schon. Wenn sich jemand extra die Mühe macht. Okay, das war jetzt der erste Part. Ich glaube, das war die erste Challenge. Okay, und hier kommt kein Checkpoint. Kein Hidden Power-Up, also müssen wir hier klein weiterarbeiten. Ja, das könnte vielleicht gescheitert, der Scheiterungsgrund sein für viele. Dass es hier keine Power-Ups gibt. Mal gucken hier hoch. Okay. Ja, ich bin schon diese unfairen Level alle gewöhnt, wo ich hier durch irgendwelche... Wie nennen die Teile sich überhaupt? Oh, das ist wieder eins dieser Mysterien. Oh, wie nennen sie sich? Speedstreifen, Absperrungsteile? Genau, bei den Speedstreifen sperren Absperrungsteile. Bei den Dingern, da bin ich immer unsicher, ob das nicht in irgendeinem Troll endet. Ach, und hier ist ein Power-Up. Ja, das ist doch nett. Und apropos Dinge, die keinen Namen haben, beziehungsweise wo ich die Bezeichnung nicht weiß, warte. Ah, die fallen nach unten. Okay, die fallen nicht in die Lava. Sehr fair schon mal. Ja, habt ihr euch eigentlich schon mal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe in einem Modern Mindset-Ding oder so, aber habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich diese Teile heißen, die meist... Oh, Blind Jump? Ich möchte keinen Blind Jump haben. Ich möchte doch gar keinen Blind Jump. Oh, okay. Hier nehmen wir eine sichere Plattform, alles klar. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie diese Teile heißen, die in den Städten immer rumstehen und, keine Ahnung, man eine Form von einem Hubschrauber haben oder irgendwie... Kann ich hier so ganz normal... Ja, ganz normal rüber. Oder, was weiß ich, was gibt es denn da noch? Feuerwehrautos, Polizeiautos, ein Hubschrauber oder so. Hier muss ich ganz nach rechts? Ja, okay. Oder irgendwie sowas, was halt Kinder mögen. Irgend so Fahrzeugdinger. Und wenn dann irgendwelche Kinder hingehen, sagen die, oh, Mami, ich möchte da reiten oder so. Oder yeah, ich will da Geld reinwerfen und all dein Kapital verschwenden. Okay, das würden vielleicht Kinder nicht unbedingt sagen. Aber die Dinger, wo man halt irgendwie einen Euro reinschmeißt oder so und dann... Das habe ich aber souverän gemacht. Wo man einen Euro reinschmeißt oder so und dann fährt dieses Ding halt für eine Minute oder so und Kinder haben da Spaß dran. Naja, auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. Wie gesagt, die Kinder und die Eltern sagen ja alle immer nur, ja, möchtest du mit dem Pony da fahren oder mit dem Hubschrauber oder mit dem Apache-Kampfhelikopter? Was weiß ich, was die Kinder und die Eltern da sagen. Oh. Jetzt kann ich eindeutig verstehen, warum die Leute dieses Challenge-Level aufgegeben haben, wenn es halt kein Checkpoint gibt und man dann einen kleinen Sprung versemmelt, weil diese Plattformen halt so ultra klein sind. Da muss man alles nochmal von vorne machen.
Okay, ja, aber wir speedrunnen das hier durch. Wir machen hier jetzt einmal kurz nochmal den Run, weil wir jetzt ja auch wissen, wie das Ganze hier geht, bis zu der Stelle, wo wir waren. So, das kriegen wir ja ganz easy hin. Zack. Dann machen wir noch... Na, wartet, das muss man ein bisschen Anlauf brauchen. Wir. Zack. Dann nehmen wir den P-Switch mit. Ja, den Anfang, den kriegen wir jetzt relativ souverän hin, denke ich. Wir wissen ja jetzt, was uns erwartet. Aber einen kleinen Checkpoint, nur so als Tipp für vielleicht irgendwelche späteren Level, ein kleiner Checkpoint hätte er schon ganz gut getan. Vor allen Dingen, weil... Ja, der Teil hier vorne ist nicht per se komplett schwierig, aber schon ein wenig herausfordernd. Deswegen würde ich sagen, ja, kann das schon ein bisschen gut tun, so ein kleiner Checkpoint. Und nicht nur ein Power-Up sporadisch verteilen, auch wenn das Power-Up natürlich sehr nett ist. Ich weiß das zu schätzen, so, weg mit dir, blöder Koopa. Ja, ein kleiner Checkpoint tut dem Ganzen ganz gut. Ja, und ich habe mich auf die Suche gemacht. Wie heißen diese Teile? Manchmal sind es Helikopter, manchmal Feuerwehrautos, manchmal weit weiß ich, ne? Wie gesagt, auch ein Kampfhelikopter. Keine Ahnung, wie heißen die Dinger? Und ich bin auf kein Ergebnis gestoßen. Es gibt teilweise echt irgendwelche Forenbeiträge, die sind jetzt nicht super neu, sondern von 2007 oder so. Da fragen sich die Leute, ja, wie heißen die Dinger eigentlich? Irgendwelche Spaßmaschinen für Kinder? Ich habe keine Ahnung, ich wüsste halt auch keinen Namen dafür. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal diskutiert habe, oder war das in einem Livestream? War das im Livestream oder war das im Modern Mindset? Ich weiß es nicht mehr. Wir können darüber einfach nochmal diskutieren. Wisst ihr, wir sind einfach schon wie alte Leute. Ich fühle mich auch manchmal viel zu alt mit meinen Weltbildern und Vorstellungen. Von daher können wir auch über Dinge doppelt diskutieren. Ach, ich meine, ich spiele ja im Mario Maker auch... was ich eigentlich sagen wollte ist, ich spiele natürlich auch im Mario Maker Level, Im Mario Maker spiele ich Level auch manchmal doppelt. Ach, dann können wir auch Themen doppelt anreißen. Habt ihr irgendeinen passenden Begriff dafür? Ich weiß, dass die im Englischen, oder im Englischen gibt es zumindest einen Versuch, dass die irgendwie Fun Riding Machine for Kids haben oder sowas. Also zumindest irgendeine Umschreibung, jetzt auch kein wirklich tolles Fachwort. Aber immerhin eine Umschreibung, Fun Riding Machine for Kids. Aber ich glaube, das wird dir kein Erwachsener sagen. Na, Kindchen, möchtest du nicht auf diese Fun Riding Machine for Kids? Ja, Mami, ich will auf die Fun Riding Machine for Kids. Ich glaube, die meisten Kinder wären da sogar verwirrt und wüssten gar nicht, was die Mutter meint. Vor allen Dingen, weil es halt für kleine Kinder, die, denke ich mal, nicht mit Englisch als Muttersprache hier aufwachsen per se. Ist eher ein seltenerer Fall. Ja, für die wird das dann doch ein bisschen komischer werden. So, und jetzt sind wir hier mit einem Pilz. Na, das sollte dann ja... etwas entspannen. Oh, tatata werden. Oh ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir haben den Pilz nicht mal gebraucht. Mensch. So, und jetzt kommen noch mehr Challenges. Ach, ich dachte, das wäre schon die dritte. Mensch. Da kommt noch die watschelnde Goomba-Armee. Auch das ist doch ein Betrug jetzt hier. Ja, okay. Sowas finde ich auch jetzt nicht unbedingt mega spaßig. Irgendwelche, oh, lol, unsichtbare Blöcke. Lol, so. Haut. Ah, da habe ich die Stacheln gar nicht gesehen. Okay, das Level ist definitiv eins der schwierigeren oder etwas unfairen Sorte. Boah, ich schwitze ja auch schon wieder. Das nimmt mich viel zu sehr mit, dieses Level. Viel zu viel Spannung. Ist eins der schwierigeren Sorte, weil halt hier irgendwelche kleinen Gefahren sind, die man nicht unbedingt... Wow. Ich habe keine Ahnung, wie man da vorbeikommen soll. Eins der schwierigen Sorte, weil man hier nicht unbedingt die Gefahren direkt sieht. Beziehungsweise man sieht die Gefahren schon halbwegs, aber... Es passieren so kleine Ungeschicke. Okay, ich habe es jetzt noch zwei, dreimal probiert, bin wieder bis zu dieser Stelle hier gekommen und ab hier... Oh, na, wieder meisterlich gelöst. Ab hier probieren wir es dann nochmal gemeinsam. Und mir ist das Level, nachdem ich es jetzt ein bisschen öfter gespielt habe, ich will nicht sagen sauer aufgestoßen, aber es kommt einem komisch vor. Ja, na, nö, jetzt warte ich, bis die da alle schön reinmarschiert sind. Es kommt einem halt irgendwie ein bisschen unfair vor. Je öfter man spielt, desto unfairer ist es. Hier die komischen unsichtbaren Blöcke, die irgendwie keiner wirklich braucht. Dann gibt's die Blind Jumps, die halbwegs okay sind, aber naja, geht so. Ich kann einfach nicht so wirklich glauben, dass das Level für mich gemacht ist. Also, wenn ich in jedem Part sage, oder wenn ich irgendwie... Nee, da höre ich auch auf. Okay, da sind wir bei Welt 3-2, das Lied von Eis und Feuer. Jetzt werde ich wahrscheinlich als nächstes direkt wieder gepeinigt, dass ich nur die Game of Thrones Bücher und nicht die Serie geguckt habe. Oder die Bücher gelesen und nicht die Serie geguckt habe. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Der gute Demon of Death oder hier bei Miiverse Nintendo hat geschrieben, hier ist mein Level, würde mich freuen, wenn du es spielst. In Super Mario Maker Nintendo, alles klar, wissen wir, stimmt. Es heißt das Lied von Eis und Feuer. Thanks for playing. Ach, ich habe es ja noch gar nicht gespielt, aber er bedankt sich schon mal im Voraus.
Netter Typ auf jeden Fall. Ja, und nochmal zu dem Level von vorhin. Es tut mir auch total leid, wenn ich die dann abbreche. Aber ihr wisst, ich sag's in jedem Part. Oder, naja, ich sag's nicht in jedem Part, ne? Aber ich sag's auf jeden Fall oft genug. Ich mag keine schwierigen Level, beziehungsweise ich finde schwierige Level, na, da brauchen wir wahrscheinlich einen Yoshi, ne? Ja. Ich finde schwierige Level okay. Ich finde herausfordernde Level auch gut, wie ihr es ja bei Bernie gesehen habt. Aber dann müssen die A, fair schwierig sein und nicht troll schwierig oder doof schwierig oder so halt gemein schwierig. Also die müssen fair sein und, ah, das ist... Ja, ist das fair? War das meine eigene Schuld? Es war wahrscheinlich eher meine eigene Schuld. Ja, auf jeden Fall finde ich schwierige Level okay, aber faire schwierige Level. Und nächste Sache ist auch die, die dürfen nicht zu schwierig sein. Nicht, weil ich jetzt... Okay, das ist natürlich auch ein Part, weil ich zum einen nicht der beste Mario Maker Spieler bin. Wisst ihr? Warte, hier gibt es aber Yoshi, oder? Ja. Weil ich zum einen nicht der beste Mario Maker Spieler bin, aber auch zum anderen, warte, müssen wir jetzt wieder zur... Ah, man muss wahrscheinlich immer wieder wechseln hier zwischen Eis und Feuer, ne? Ja, das ist cool gemacht. Weil ich zum einen nicht der beste Spieler bin, aber auch zum anderen, das ist der nächste Punkt, weil ich, wie gesagt, nur begrenzte Zeit habe. Die Leute fragen immer, warum hast du nur begrenzte Zeit? Hast du nicht den ganzen Tag nichts zu tun? Du bist doch Vollzeit-YouTuber. Ja, sehr, sehr weit gefehlt. Wie machen wir das mit dem Panzer? Müssen wir hier durch? Müssen wir nicht hier durch? Ach, keine Ahnung, gehen wir mal hier durch. Ja, haben wir Yoshi jetzt verloren? Ist halt so. Dann nehmen wir die Röhre und kommen dann hier weiter. Nee, ich bin total verwirrt. Wartet, das machen wir ganz clever. Ja, ganz clever. Wunderbar, wunderbar clever gemacht. Okay, da denken wir einfach jetzt nochmal drüber nach. Aber wie gesagt, ich bin kein Vollzeit-YouTuber. Ich mache das noch nicht mal direkt als Nebenjob. Ich probiere das hier irgendwie als Nebenjob zu etablieren, damit ich euch weiter die Videos liefern kann. Denn eigentlich hätte ich neben meinem Studium, wenn hier nicht ein paar Werbeanzeigen drauf wären und Leute sich die auch ansehen würden, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, ja, dann hätte ich auch gar keine Zeit, die Videos zu produzieren. Denn dann wäre ich wahrscheinlich nur mit meinem Studium und einem Job beschäftigt. Aber so kann ich das wenigstens halbwegs ein bisschen umlagern, dass ich ein bisschen Nebenjob mache und ein bisschen YouTube. Also YouTube ist quasi halber Nebenjob, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich da jetzt nicht die Zeit, trotzdem nebenbei jetzt ewig viele Stunden hier dran zu setzen. Warte, wenn es bei der Lava falsch war, ist es dann hier richtig? Nee. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier vorbeikommen soll. Muss ich Yoshi dann direkt wieder einfangen? Aber das geht ja auch nicht. Ah, hier kann ich doch mit einem Spinjump drüber. Okay, ich bin bescheuert. Ich nehme alles zurück. Hier komme ich ja mit einem guten alten Spinjump rüber. Ja, perfekt. Okay, ein bisschen nachdenken, wie gesagt, dann klappt das schon. Okay, und hier müssen wir wahrscheinlich rüber und dann müssen wir uns irgendwie die Clownskutsche holen. Ja, wahrscheinlich mit dem Peace Switch ein bisschen warten. Okay, das gibt mir auch Zeit zu reden. Wie gesagt, und wenn ich dann jetzt meinetwegen, zum Beispiel wie heute Morgen, es ist ein verregneter, ja, obwohl, es regnet gar nicht mehr, aber es war ein verregneter Morgen, richtig trübe und ich dachte mir, ja gut, dann machst du jetzt noch nicht die Uni-Aufgaben, ich kann es mir ja ein bisschen aufteilen oder... Wartet, schnell den Weg hier frei machen, nicht, dass ich gleich feststecke. Ich kann es mir ein bisschen aufteilen hier mit der Uni. Und dann dachte ich mir, ja, machst du 30 Minuten Mario Maker aufnehmen. Und wenn ich mir dann anschaue, ich habe 30 Minuten Zeit. Aber ich verbringe dann 30 Minuten mit dem einen Level und davon schneide ich halt dann irgendwie 20 Minuten wieder raus, habt ihr letztendlich nur ein 10-Minuten-Video, was jetzt nicht so super optimal ist. Was kommt hier raus? Bob-Bomb. Den hätte ich gebrauchen können, um hier weiterzugehen. Aber wie hätte ich den auslösen sollen? Der fällt ja immer wieder zusammen. Und wirklich drauf schieben oder drauf werfen kann ich ihn ja nicht, oder? Oder läuft er hier? Nee. Wie hätte ich das denn machen sollen? Wartet mal, ich bin auch bescheuert. Ich kann nur in die Röhre. Boah, Mensch, ey. Manchmal denke ich aber auch ein bisschen kompliziert. In dem einen sind sie doch tot, in dem... Ja, ja, sagt nichts. Ich habe das Rätsel rausgefunden. Ich muss jetzt nur noch meine Mario Maker Skills zusammenkriegen. In dem einen Gebiet sind sie tot, knochentrocken, und im anderen leben sie. Genau. Alles gut. So, dann müssen wir den einfach nur hier reinwerfen. Bob-Bob kommt raus, läuft wahrscheinlich runter und explodiert automatisch. Ja, perfekt. Ja, wunderbar. Das ist doch gut gemacht, das Level. Ich dachte erst am Anfang ein bisschen verwirrend. Ist das überhaupt gut? Ja, doch. Doch, das Level gefällt mir. Vor allem, weil es auch einen Checkpoint gibt. Da muss ich dann nicht so viel spielen. Checkpoints sind zum Beispiel eine super Idee für eure Level. Und das Ding ist einfach ohne mich losgefahren. Ich glaube, das war nicht so gedacht. Ah, dann schnell wieder rein und dann wieder raus. Und dann können wir mitfahren. Ja, okay, wunderbar. Mit diesem wundervollen Schiff, mit der Mini-Flotte hier. Komm, Mario, geh an die Kanone. Oh, und da sollten wir wahrscheinlich mitfahren, hier unten. Dann die Röhre nehmen.
Fragezeichen? Ich hoffe einfach mal, dass es richtig war. Genau, Checkpoints sind eine super Idee, weil dann muss ich nicht von vorne nochmal spielen. Klar, ihr wollt das Level vielleicht ein bisschen schwieriger oder herausfordernder machen. Kann ich ja alles verstehen, alles schön und gut. Und ich glaube, hier ist dann wahrscheinlich das Ende auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, wenn ich dann 30 Minuten zum Aufnehmen habe und dann spiele ich 30 Minuten auch, habe aber 20 Minuten davon nicht verwendbares Gameplay, habt ihr nachher ein 10-Minuten-Video. Aber in einfacheren, kürzeren Leveln, wie zum Beispiel dem hier, wo ich vielleicht nur ein, zwei Mal verkacke und das Level dann auch wirklich gut ist, hat man dann mehr coole Level zu sehen. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich für euch. Ja, wird verständlich sein. Und jetzt habe ich das alles wieder nur erzählt und bin gar nicht bei meinen tollen Fun-Riding-Flying-Vehicle-Machines-for-Little-Kids angekommen. Mensch, ey, wie nennt man die Teile? Das plagt mich immer noch. Nennt man die, boah, Super Meat Bros. Hard-Version, das sieht schon wieder schlimmer als Super Meat Boy aus. Achso, ja, ein Level von euch. Ich will ein paar mehr Level von euch spielen, nachdem wir letztes Mal die Mario Maker-Herausforderung hatten. Okay, zum Schluss gibt's dann noch das Level Toads Minispiele vom guten, hoffentlich spreche ich es halbwegs richtig aus, Raoul? Raoul? Auf jeden Fall nicht Raoul. Raoul ist, glaube ich, sehr weit davon entfernt. Wenn es das doch ist, tut mir leid. Auf jeden Fall auf YouTube Trickstoad. Er hat geschrieben, hey Fabio, ich habe ein paar Level für dich. Und im Voraus muss ich schon sagen, ich bin nicht so gut im Level bauen. Du kannst alle meine Level gerne spielen. Ich empfehle dir aber das hier, die Toads Minispiele. Ja, ich bin gespannt, was hier für was für leckere Minispiele hier sind. Vielleicht habe ich auch einfach nur Hunger. Und nenn mich bitte nicht Trickstoad, sondern Raoul. Okay, ja, sorry, nicht von Trickstoad, von Raoul. Ich bin voll der große Fan von dir und habe Hoffnung, dass du das Level spielst. Das ist sehr schön, dass du die Hoffnung hast. Ich probiere ja auch, alle eure Level zu spielen. So viele sind es ja im Allgemeinen nicht. Es dauert halt nur ein bisschen, bis man an der Reihe ist. So, dann gucken wir mal, was die Toad-Minispiele hier bereithalten. Und es tut mir auch immer leid, wenn ich dann sage, oh, das Level gefällt mir nicht, bla bla bla. Aber ich will euch, also jetzt nochmal auf das 3-Challenge-Level bezogen. Aber ich will euch auch nur eine ehrliche Meinung geben. Ich will euch ein bisschen Feedback geben und wenn ich jetzt euch anlügen würde, nein, haha, zum Glück, er hat den Abstand gedacht. Wenn ich euch jetzt hier anlügen würde und sagen würde, oh toll, dieses Level mit den Blind Jumps, oh super cool, man weiß ja gar nicht, was kommt und muss das Level viel zu oft spielen und keine Checkpoints, wow, wie gut ist das denn? Na, da werden es ja viele schaffen. Wenn ich sowas sagen würde, hättet ihr ja kein ehrliches Feedback und selbst wenn es dann manchmal vielleicht ein wenig harsch ist, ein paar Kritikpunkte zu bekommen, nehmt sie einfach zu Herzen und ihr wisst, ich bin kein böser Typ, der irgendwem was will, ich probiere euch nur lieb zu beraten. Das war eine coole Mechanik. Hier seht ihr, guck mal, Sonnenlevel, das sieht doch schon mal schön aus. Da hat man eine klare Thematik, man hat den guten, kleinen, sympathischen Toad, den findet eh schon mal jeder gut. Hat eine kleine Mechanik mit dem Klettern, mit der Ranke da. Dann hat man noch das Mini-Ding mit dem Panzer, das ist vielleicht jetzt nicht so ein aktives Minispiel, aber ganz okay. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich mit Hilfe der tollen Boney-Dingies hier rüber. Ja, nice, wunderbar. Das geht auch. Links oder rechts? Hier gibt es extra einen Checkpoint, das ist gut. Checkpoint, dann weiß man schon mal, selbst wenn ich jetzt was verkacke, ist okay. Na, vielleicht ist jeder Weg richtig, vielleicht geht links und rechts, aber der eine ist vielleicht schwieriger oder der andere ist einfacher. Vielleicht geht der eine auch nicht? Bin ich jetzt blöd? Hallo? Yeah! Ich fühle mich gerade ein bisschen bescheuert. Ihr werdet wahrscheinlich denken, wow, bist du blöd, drück doch einfach nach unten, da kommst du in die Röhre rein. Aber hört ihr das? Hört ihr das? Der Control-Stick war innen schon, ich komme nicht nach unten rein. Sind die Röhren einfach nicht benutzt? Sind die nicht verbunden? Ja, was mache ich jetzt? Ja, kann ich ja nur Neustart drücken, oder? Also umbringen kann ich mich ja auch nicht. Dann geht nur Neustart. Das ist ja blöd. Da muss ich von vorne beginnen. Warte mal. Ich probiere auch solche Situationen zu überdenken, bevor ich da wie ein Idiot stehe. Aber ich konnte doch jetzt nichts anderes machen, außer das Level neu starten, oder? Oder gab es da irgendwas, wo ich mich hätte töten können? Ach ja, das hier war ja auch noch. Ja, das ist auch nett hier mit dem Plattform-Jumpen. Denn das Problem ist, wenn man Checkpoint hinsetzt, ist der Checkpoint natürlich ganz nett, wenn man sich irgendwie umbringen kann. Aber wenn man im Menü auf Neustart drücken muss, dann ist das nicht sehr funktionell. Beziehungsweise dann bringt der Checkpoint halt einfach nichts. Dann muss ich halt den ganzen Quatsch hier nochmal machen. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Schuld vom Levelersteller war oder einfach wieder meine eigene Blödheit. Da will ich einfach mal nichts Schlechtes zu sagen. Auf jeden Fall... Wartet mal. Ihr geht mal weg. Ihr dreht euch mal in die andere Richtung um. Oder zumindest... Ja, okay, dann geh einfach. Ich will nur ein bisschen Platz haben hier. Zack. Zack. Und so. Ja, dann wissen wir auf jeden Fall, dass es links her geht. Warum... Na gut, wir hätten den P-Switch gar nicht drücken müssen. Hätten wir ihn mitnehmen können? Ach, ich weiß es nicht. Wir warten einfach mal. Auf jeden Fall geht es rechts nicht weiter.
Und hier geht's in die Röhre rein, okay. Dann ist rechts der falsche Weg, aber ich glaube, du hast dir den Checkpoint ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube, du dachtest, wenn man dann auf Neustart drückt im Menü, dass man dann auch am Checkpoint spawnt, was aber de facto gar nicht der Fall ist. Ich glaube, das ist das Wahrscheinlichste. Okay, rechts oder, also oben oder unten, nicht rechts oder links, ich bin auch bescheuert. Ja, gehen wir unten. Oh, Bing Bong. Aber genau sowas ist doch auch wieder komplett Zufall. Das ist doch komplett random, oder? Ja komm, es wird nicht zweimal das gleiche sein, bitte. Ich guck, wie lang diese Passage geht. Wenn die nur 2-3 Dinger geht, hier 2-3 Auswahlmöglichkeiten, dann ist okay, dann spielt der Level noch weiter. Aber auch sowas ist jetzt nicht gerade der Spaßfaktor schlechthin. Mit welchem Skill soll ich denn entscheiden, wo hier der richtige Weg ist? Ich würde ja sogar sagen, es ist gerade der Weg, wo hier immer so ein Baum ist, ne? Aber hier ist schon wieder kein Baum. Ich habe keine Ahnung. Ach! Ja, danke fürs Auslachen. Nein, und hier? Und hier kann ich... Hier kann ich wieder mich nicht umbringen? Ach, das ist doch auch Käse! Dann mach wenigstens was, wo ich mich umbringen kann. Jetzt musste ich ja das Level nochmal komplett neu spielen. Ja, nee, das ist doch blöd. Vor allen Dingen, ich kann natürlich erst in die Speedstreifen so leicht reingehen oder Speed-Abwehrstreifen, wie auch immer ich die Dinger jetzt genannt habe. Dann kommt schon das Geräusch, so kann man ein bisschen schummeln. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und hier eingesperrt, ach, das ist doch einfach. Ich gehe jetzt in diesen Busch und... Au, ach doch, da kommt ein Gegner raus. Ach, ja, bitte, bitte, itz mich auf. Ha, danke, ich wollte gerade sagen, ich gehe in diesen Busch und jetzt lese ich da einfach irgendeine komische Lektüre und dann geht das schon. So, ich gebe diesem Level jetzt noch eine Chance, obwohl ich dem Level eigentlich gar keine Chance geben sollte. Mensch. Ja, seid dankbar, Leute. Es tut mir auch leid, manche haben sich schon beschwert, du spielst ja nur Kacklevel in den Parts, da sendet ja keiner gute Level ein. Spiel doch mal dieses Level hier, mach doch mal dieses, mach doch mal jenes. Ja, es tut mir total leid, dass ich nur... Wartet, ich zeig's euch. Hier, Bing Bong, aber ich kann wieder zurück. Ja, man kann so ein bisschen tricksen. Aber wie gesagt, es tut mir leid, ich kann nichts dafür, dass hier manchmal Kacklevel dabei sind. Ich spiele jedes Level wenigstens aus der Fairness halber. Und wenn es halt ganz kacke ist, merkt ihr ja auch, ich breche das vorher ab. So. Neuer Checkpoint und bang, bung, zack und nochmal geschafft. Also das eine davor war auf jeden Fall kein Minispiel. Ich habe hier im Gefühl, es ist eine Mischung aus Minispielen und Rätselraten. Auch das hier mit der Box, mega Minispiel, super Spaßpackung war das jetzt auch nicht. Also es war halt einfach nur random irgendwas raten. Achso, ja, Ich bin schon vollkommen fertig nach dem Level. So, zack, zack, Animation, schön. Ja, ehrliches Feedback für das Level. Manche Minispiele waren cool, vor allen Dingen das mit den blauen Plattformen. Auch das Springen mit den Knochen trocken war auch eine ziemlich coole Sache. Aber random irgendwas raten, wo man sich nicht mal per se umbringen kann, ist jetzt nicht unbedingt so super cool. Oh, hier eine Bug-Ansammlung. Ja, komm, dann nehmen wir noch positiv ein bisschen paar Bugs mit. Auch wenn ich nur noch 5 Minuten Zeit habe, komm, das schaffen wir noch irgendwie hier rein. Ah, hier haben wir die weltbekannte Flugmanscha, die schön in die Lava eintaucht. Viel zu viele Glitches, die ich wahrscheinlich alle nicht verstehe. Hier einfach mal dran gehen. Einfach mal dran gehen? Nee? Achso, das ist wahrscheinlich gedacht, damit die schweben. Die Dinger hier, die leiden ein wenig. Können wir den Pilz eigentlich nehmen? Ah, wir können den Pilz hier einfach einsperren. Und dann geht er trotzdem weiter. Cool. Das gleiche hier auch. Und bei P-Switch auch? Wandert der dann auch? Ne, der bleibt stecken. Okay. Dann hat P-Switch eine Kanone. Ich meine, sollen ungefähr 80 Bugs drin sein? Ja, ungefähr 80 Bugs hier drin. Oh, zwei Wiggler, die sich fortpflanzen. Wow, oh, das sah cool aus. Oh, das will ich nochmal machen. Das sieht aus, als ob Mario irgendwie die ganze Zeit unter sich schießen würde. Wisst ihr, wie in so Western-Filmen. So. Oder viel zu viele von diesen Knallerbsen an Silvester. Na, das ist doch lustig. Guck mal, das hält er dann auf. Die Japaner, die wissen es einfach schon wieder. Okay. Aber das wusste ich nicht. Zum Glück hatte ich einen Pilz. Okay. Sehr erschreckend. Komm, gib mir den Fahrstuhl. Ja, das kenne ich ja schon. Da weiß ich sogar, wie das funktioniert. Ja. Oh, und da sehe ich Feuerblumen. Die Feuerblumen, die will ich. Komm, gib mir die Feuerblumen. Oder gib mir den Superaufzug. Oder, naja, Aufzug war es nicht. Die Super-Geschwindigkeitsteleportations-Glitch-Feuerblumen.
Attraktion. Flying Vehicle Fun Machine for Kids. Ach, ich habe echt keine Ahnung, wie man die Dinger nennen sollte. Ich glaube, wir bleiben wirklich bei dieser... Oh, da war ein Buhu drunter. Ah, Scary Pills. Ich glaube, wir bleiben wirklich bei dieser Bezeichnung mit, das ist ein Helikopter, das ist ein Pony und das ist ein Kampfhelikopter, was weiß ich. Oder ein schlechter YouTuber. Och nein. Och, stellt euch vor, das Ding würde es geben mit irgendwelchen YouTubern. Oh, das wäre so verstörend. Oh, wäre das verstörend. Ich traue es aber allem zu. Oh, mit Bowser Jr. verschmolzen und oh, wow, wow, da wären wir fast reingeflogen in... Hä? Wieso komme ich denn hier nicht durch? Ah, muss oben rein. Ja, wunderbar. Ich verstehe aber schon langsam, wie die Bugs funktionieren. Hier ein bisschen eins mit den Koopern werden auch nicht schlecht. Hier das One-Up mitnehmen, obwohl wir es gar nicht können. Oh, die glitzern schön. Wie Sterne glitzern die. Und oh, was ein schöner Silvesterknaller. Mensch, ey, den benutze ich dieses Jahr auch. Oder Ende des Jahres. Oder wie man auch immer Silvester werten will. Das sieht wundervoll aus. Ja, kommt direkt in meine private Feuerwerkssammlung. Was machen wir mit dir? Befördern wir dich nach oben? Hier auf das nächste Förderband? Warte mal, das kriegen wir hin. Komm, geh nach oben. Wir fahren nach oben. Was sollen denn diese Bänder hier? Ach, keine Ahnung. Ich muss nicht alles verstehen. Hier geht's durch. Wir steigen gar nicht ein und... Kommen wir hier irgendwie durch? Ich glaube, hier sind wir als großer Mario leider verloren, oder? Ich probiere es ein bisschen, aber ich glaube... Hier sind wir so gut wie... So gut wie... Ha, das ist das Gamepad-Akkus-Dings, alle! Oh, oh, warum? Warum erschreckt mich das so, wenn das so blinkt? Ach, Mensch. Ja, komm, Leute, dann ist dieser Party an dieser komischen Stelle, wo Mario eingesperrt ist, vorbei. Oder kann ich hier irgendwie mit einem Zwirbler durch oder so? Nee, ich glaube nicht. Ja, dann beenden wir den hier. Es tut mir total leid, dass dieser Part dann so drunter und drüber war. Mir rennt aber die Zeit davon. Das Gamepad-Dingen hat mich ja auch total erschreckt mit dem Aufblinken und allem Möglichen. Hoffentlich hat es euch gefallen in der Hinsicht. Auch wenn wir ein bisschen durcheinander waren und hoffentlich könnt ihr mit der Kritik umgehen. Habt einfach Spaß. Geht raus, auch wenn es regnet. Geht in so eine Riding Flying Fun Machine for Kids. Habt Spaß. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Hoffentlich hat es euch, wie gesagt, gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.